Damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Nun das Spiel gegen BFC Dynamo Berlin. Und ja, im letzten Part haben wir uns nur darum gekümmert, dass ein paar Neuzugänge noch nachkommen. Und jetzt wollen wir sehen, dass wir nicht den Textmodus spielen, sondern da können wir ruhig mal die Sofortberechnung anbieten. Ich will sehen, dass ihr heute Gras fresst und dann geht's rein in die Partie. Sofortberechnung ist natürlich immer wenig los, geht aber relativ schnell, das ist der Vorteil. Tölke Roth, Andrich mit zwei Toren. Andrich mit einem Hattrick. Alles klar, weißt du Bescheid. Das Spiel scheint so gut wie gewonnen zu sein, das freut mich. Und vielmehr freut mich, dass Andrich drei Tore gemacht hat. WTF, Alter, ist ja richtig DSOP. 5-0. Boah, wie schlecht sind die? 5-0, das hätte ich mir im Traum nicht erhofft. Jena OP. Und das trotz einiger schlechter Noten. Das ist ja feierlich. Ich feiere das. So, Masseur Hammer braucht man auch. Das ist nämlich ein enormer Vorteil gegenüber den Gaudino mit einer schlechten Note. Uiuiui. Kristic auch. Dafür kommt der Scheel in die Partie. Und für Schmidt kommt Tonorika in die Partie. Obwohl das nicht seine Lieblingsposition ist. Kann Schala das besser? Nee, nicht unbedingt. Aber ich will Tonorika mal sehen. Wir haben 5-0 Führung. Da sollte nichts mehr schief gehen. 5-1. Tonorika mit einem Türchen. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. 6-1, ey. 6-2. Wir legen los wie bei FIFA. Weißt du, erste Spiel sensationell und das zweite dann verloren. Ich hoffe, das ist hier nicht genauso. Tonorika. 3 Ansprachepunkte gewonnen. Akpam wechselt und Matthäus wechselt. Ey, dass die sich in die dritte Liga so Spieler holen, die nur 2,5 Talentsterne haben. Ich verstehe das nicht. Gerhard Remmel. Nö, wir bleiben erstmal dabei. Die wollen den ja loswerden. Michael Forsell. Können wir sogar auf 15.000 runtergehen. Geld ist Geld. Wir müssen überall sparen. Christopher Schurch. 50.000 ist auch noch okay. Hier können wir ein bisschen runter auf 75 versuchen wir mal. 4 Millionen haben wir auf der Bank. Insgesamt für alles Mögliche. Als nächstes käme dann Nordhausen. Boah, dann wäre der Part wirklich kurz. Ich hoffe, da passiert noch ein bisschen was hier. Lehnt Wechsel ab, lehnt Wechsel ab, lehnt Wechsel ab. Angebot für Heskey abgelehnt. Okay, das heißt, wir müssen die überzeugender machen, die Angebote. Boah, die sind alle gut drauf, das freut mich natürlich. Scheel 55, sehr schön. Mittwoch, alles klar. Ich nehme natürlich immer noch hier am Sonntag auf. Gucken nochmal bei den ablösefreien Spielern. Haben jetzt ja leider einige nicht hingehauen. So, wer ist denn noch im Rennen? Der Rechtsverteidiger nicht. Das heißt, wir müssen es bei dem anderen Rechtsverteidiger probieren. Wichtigster Spieler. 250.000. So, Angebote müssen überzeugender sein. Das sieht auf jeden Fall überzeugend aus, wenn ihr mich fragt. Steht auch akzeptabel. Oh, Entschuldigung. Schon wieder einmal pro Aufnahme. Eben in FIFA auch. Dann haben wir das ausgeglichen. So, wir müssen das akzeptabel aber wegkriegen. In ein sehr fair. Brauchen Verstärkung. So, wen probieren wir denn noch? Stürmer haben wir hier keinen mehr, wa? Das ist kein richtiger Stürmer. Schaffre ist kein richtiger Stürmer. Serrano nicht, Nano nicht. Der auch nicht. Dribbling.
Aber 35, Alter, ist OP. Too old, Mann, too old. Hält die Linie links. Probieren wir den mal. Offen. Das müsste doch eigentlich jetzt klappen, oder? 50. Ja, ich wollte eigentlich 500, aber kriegen wir auch noch so gescheißert. So. Tack. Angebot unterbreiten. Brauchen Verpflichtungen, Verstärkungen. Bringt ja alles nichts. So, im defensiven Mittelfeld könnten wir nochmal reagieren. Hurtado. Spanier. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal 50.000 drauflegen, das sehe ich jetzt schon. So, und am nächsten Verkauf 10%, 5.000, 500, 500, so, sage ich doch, 50.000 müssen oben drauf, Angebot unterbreiten. Cortez haben wir schon. Wollen wir den Torwart auch noch, aber 34. Mann. Nee. Kann hier irgendeiner noch Außenverteidiger spielen? Wollte doch sagen, der hat mal bei Eindhoven gespielt, den kenne ich. Nee, muss keiner sein hier. Probieren wir es lieber mit denen. Duck. Lehnt Wechsel ab. Robert Andrich erzielt sein erstes Tor und danach gleich noch ein paar weitere. Und ich hoffe, da macht er im nächsten Part weiter. Wir machen auf jeden Fall dort weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt wie immer gern einen Daumen nach oben und schreibt einen netten Kommentar mit was auch immer. Tipps, Tricks, Spielervorschläge, Wünsche, Verbesserungen, Anmerkungen, Lob, Kritik, was auch immer. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, lasst ein kostenloses Abo da. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Heelfakti. Ciao.